So, hallo mal wieder bei Monster Hunter Cross, wie ihr sehen könnt, gibt's diesmal einen Altbekannten aus Tri Ultimate. In Full Ultimate kam er leider nicht vor. Ich weiß nicht wieso, aber die haben nur den Dagombi gebracht. Keine Ahnung wieso. Der ist eigentlich doof. Molydon habe ich immer sehr gern gemocht. In Tri Ultimate habe ich im G-Rank fast komplett seine Rüstung getragen. Ich weiß nicht mehr genau, was für Skills der gab, aber auf jeden Fall Bebenresistenz. Was ich sehr gut fand, außerdem hatte sie, glaube ich, relativ gute Verteidigung. Als Skills hatte ich da noch Freielement drin, Pathbreaker war noch drin, ich weiß nicht, was sonst noch außer Bebenresistenz drin war. Da müsste ich mal nachgucken, aber die Rüstung war eigentlich ziemlich gut. Ich habe damit deren Moral so gemacht und so weiter. Erst später, als ich dann so auch die Wii U gekauft habe und dann auch online hatte, habe ich dann so langsam die Rüstung gewechselt. Also die war halt relativ leicht zu machen und so weiter, deswegen. Ich die halt. Gut, ich esse noch kurz was und packe noch ein paar Kältetränke ein, dann geht's schon los. Was ist das denn? Und das? Was ist das? Ich hoffe ja mal, dass er mir jetzt meine Steaks brät. Weißt du, dann würde ich zurückkommen. 30, 25, das nehme ich doch. Das war jetzt nicht so das gefährliche Monster. So. Dio, das könnte ich auch noch kaufen. So, falls ihr euch unten über die Zahlen wundert, das ist die Route durch den Vulkan, für die man keine Map zweimal betritt, sozusagen. So. Kältetränke. Ich weiß nicht, ob ich schon die was kaufen. Moment, schon mal nur drei, ich mach's mal clever. So. Dios, ich hab das Dios, die hol ich auch mit. Wie viel kann ich? 10, schon mal 5 mit, ich weiß nicht, wie viele in der Truhe sind. So, dann noch das ganze Gedöns abladen, was ich noch von der vorherigen Quest dabei habe. Plangonga war es übrigens, falls es jemanden interessieren sollte. Hier das, das hier brauche ich auch nicht so dringend. Oh nein! Egal. So, muss ich gleich wieder rausholen, darf ich nicht vergessen. Take. Ach, Dio, was ist das hier? Ach, 6, okay. Schnell ein paar Tränke nachkaufen. So kann man auch hier die Zeit schinden. So, 2, dann noch ein paar hiervon. Und dann kann es doch schon losgehen. Kurz Ordnung hier reinbringen. Nein, hier, zack. Auf geht's. Ja, der gute alte Volvidon. So eine Mischung aus einer Kellerassel und einem Panzertier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Armadillo? Keine Ahnung. Wie viele haben wir hier? 2. Okay, hätte ich mal 8 tun können. Dann noch 2. Könnte trinken, ja, das habe ich richtig vorbereitet. Mal sehen, wo der rumlungert. Ich nehme mal an, in der, keine Ahnung, in der 3 vielleicht, ich weiß es nicht. Oh, wir sind so weit voll. Oh ja. Puh, so. Auf in die 2 ist das, glaube ich. Oder eine 6 könnte natürlich auch sein. Nein, er ist schon hier. Wie cool ist das denn? Brauchst du sogar noch nicht mal den Kältetrank. Ah, das wird noch früh genug kommen. Ich denke mal, der fühlt sich heimisch in den heißen Regionen. Er kann auf jeden Fall auch nicht schreien. Ich habe das auch nicht gerechnet hier.
Oh, fängt ja schon so an, aber es ist wirklich. Oh, Reitmaschine. Das erste Mal, dass ich wohl wieder ein Reiter. Er wehrt sich doch überhaupt nicht, der arme. Die arme Kellerasse. Ich finde, er hat ein sehr schwer zu treffen im Kopf. Und wie. Oh, was geht das hier schon wieder um? Die alte Kampfmurmel, die hat ein paar richtig miese Moves. Na, das war sein Paraschuss, daher noch eine Zunge. Den Stinkangriff habt ihr ja schon. Warum die Zunge? Und dann hat er noch so, wenn er einen paralysiert hat, das macht er, ich weiß nicht, was schon ein Lowbank macht. Ein G-Bank macht er dann so eine Art Sprungangriff. Nein, mal sehen, ob es jetzt auch macht. Ja, da, zum Glück wurde ich von der Katze weggehauen. Da geht auch immer genau auf einen, wenn er einen paralysiert. Das ist eigentlich ziemlich nice, dass das immer so kombot. Autsch, ja, das sind die typischen Bären-Moves. Azurus hat das ja auch alles. Er macht das aber nicht so extrem viel. Weggesmackt. Nice. Wahrscheinlich mein Super Move ausprobieren. Diese Prankenhieben macht er nicht in so lange kommen, ist wie Azuros. Das ist einer der Unterschiede. Da war halt die anderen Moves. Das Rumrollen und so weiter. Den Spuckangriff. Upsala. Ich bereue ihn. Ah, oh, sehr erschöpft. Mist, das hätte ich auf seinen Kopf gehen können. Eigentlich ist mit einigen der wenigen Gelegenheiten. Nein, Alter, wie kommt denn auch noch hier? Schon einen Kältetrunk benutzen, ekelhaft. Ah, kann ich auch noch schärfen. Vieh macht er jetzt eh nicht mehr, denke ich mal. Ich glaube, in diesen polnischen Gebieten braucht man schon einen Kältetrunk. Na, wir werden es nie erfahren. Jetzt habe ich ihn ja schon gegessen oder getrunken. Nein, die Lava.
komm, ich war dann. Nein, du blödes Tritzi. Was soll das denn, ey? Unfassbar. Ah, oh, das Weggerennen ist einfach so ätzend, einfach nur. In solchen Situationen kriege ich die Krise. Nein, bleib hier. Naja. Schade, hätte ich so gerne diesen einen Move gefinisht. Mist, ey. Mann! Nochmal geritten. Was war's? Ein guter Wolvedon. Das ist doch ein Erz, so wie es aussieht. Schnell hinlaufen. Brauche ich mit dir seine Rüstung? Ich glaube, ein Lowek ist zwar nicht so gut, aber. Der ist leicht zu jagen. Müsste eigentlich. Gefällt mir eigentlich. Naja. Mal sehen. Ich denke, beim nächsten Rang kommen dann diese ganzen neuen Monster. Dieses Mammut und die komischen. Der Seifenblasendrache und so weiter. Bin mal gespannt, ob ich da recht behalte. Da oben ist ein. Sprechblase erschienen. Aber das mache ich dann nicht mehr in der Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.